Es ist gestern wirklich vieles passiert. Mir wurde gestern Nacht ebenfalls das eine Video zugeschickt, wo Haarung gepackt wurde. Sollen die wirklich sehr, sehr hart sein sollen. Also an die, die nicht gucken können, die schwache Nerven haben, wegschalten. So, Habibis, verehrte Zuschauer, Dankeschön fürs Einschalten. Mal ein bisschen Abwechslung, ne? Ich muss mich auch mal ein bisschen ablenken von dem Thema, womit ich mich gerade beschäftige die ganze Zeit. Es ist gestern wirklich vieles passiert. Was alles passiert ist, wird ihr noch erfahren. Bevor wir überhaupt auf die TikToker kommen, denn mir wurde gestern Nacht ebenfalls das eine Video zugeschickt, wo Haarung gepackt wurde und das Video sah nicht gut aus. Ich habe es irgendwann mitten in der Nacht bekommen. Ihr wisst ja, ich bekomme jetzt zurzeit mit dem Thema, womit ich mich beschäftige, die ganze Zeit solche Videos zugeschickt. Unter anderem ist jetzt auch Haarung der Betroffene. Viele von euch, die nicht Haarung kennen, Haarung ist ein, ich weiß nicht, ob ich das TikToker nennen kann, aber hält sich auf jeden Fall auf TikTok auf. Ist jetzt so weit gekommen, dass er mit Barello live geht. Ich kenne ihn jetzt schon länger. Wie ich Haarung kennengelernt habe, er hat mich von A bis Z beleidigt. Bin in ein Live reingekommen, wo er auch drin war und dann war er ein ganz anderer Mensch. Normalerweise an sich, die, die ihn kennen, sagen, er ist ein guter Junge. Aber ist halt die Wahrheit. Egal mit wem er live geht, ihr wisst, TikTok ist eine App. Früher war es Musical.ly, wo irgendwelche Leute, besser gesagt ganz viele Jugendliche, irgendwelche Tanzvideos hochgeladen haben. Heute ist es ein Account, wo irgendwelche Ausländer, wir Ausländer, Südländer live gehen, sich dafür betteln, beleidigen, Mutter, Familie, alles mit einmischen. 10 Minuten später gibt's Rehr. Das Krasseste an dieser App ist, das, was die da machen, von Kidnappen bis packen, zusammenschlagen. Das Krasseste an dieser App ist, dass das Ganze auch noch unterstützt wird von der App. Das ist die Frage, die mir immer offen bleiben wird. Die checkt, also das kann ich mir wirklich nicht beantworten, wie TikTok so etwas zulassen kann. Naja, Haarung ist einer, der auch sehr gut mit Momo ist. Momo ist einer, der öfters bei mir gekämpft hat, Kontakt ja zu ihm habe. Und ich wollte ihn natürlich jetzt fragen, was passiert ist. Ich habe ihn angerufen, nicht erreicht. Gestern Nacht irgendwann 1-2 Uhr habe ich das Video zugeschickt bekommen, wo Haarung zusammengeschlagen wird. Natürlich beschäftigt sich ja in letzter Zeit mein Bruder Lejanko mit dem Thema Haarung. Ja, er ist jetzt von Shelly. Shelly kennen wir alle. Ist von Shelly auf Haarung rüber, okay? Und anscheinend gehen die Videos richtig gut ab. Gestern hat Lejanko ein Video gepostet, was sogar in die Trends gegangen ist, was die ganze Zeit in die Trends geht, seitdem Haarung Thema ist. Ich habe sehr wichtige Informationen, was Haarung angeht. Ich möchte euch einfach zeigen, dass ihr sowas niemals als Vorbild nehmen solltet. Diese Jugendlichen sind einfach nur bekannt dafür, dass die irgendwelche Leute beleidigen. Nicht nur beleidigen, sondern wirklich die ganze Familie mit reinziehen. Ich weiß nicht, wie dreist ein Mensch oder ein Jugendlicher sein muss. Gestern habe ich noch Stern TV geschaut, wo es um unseren Thema in München ging, wo diese Mädels zusammengeschlagen, gefoltert wurden. Und da habe ich mal so gesehen, wie die Rate um wie viel Prozent der Jugendkriminalität gestiegen ist, oder besser gesagt die Gewalt der Jugend, um wie viel Prozent die gestiegen ist. Es ist so hart, Leute. Ich weiß nicht, ob es Corona war, ob es die Pandemie war, was die Jugendlichen so zerstört hat, aber auf jeden Fall würde ich sagen, ziehen wir uns die ersten 10 Minuten von Lejanko rein, weil da gibt es sehr wichtige Informationen, die sehr hart sein sollen, die wirklich sehr, sehr hart sein sollen. Also an die, die nicht gucken können, die schwache Nerven haben, wegschalten. Mietwagen, es schreckt mir, Mietwagen läuft. Kleiner Göttmann, du hast dich mal Führerschein. Du fährst schwarzes Auto, kleiner cooler Gangster. Hallo, ich hab mein Auto seit über 2 Jahren. Tamam, Mietwagen. Göttmann. Ist das Haarung? Ja, das kennen wir ja nicht anders bei mir, ne? Bei mir wurde ja auch gesagt, Mietwagen, Leasing, das Auto von dir, Teil davon gehört Dose. Ja, ich sag jetzt Dose, ich nenne nicht mal ihren Namen. Aber zu diesen Themen kommen wir noch. Ich bin gerade echt mit was Besserem beschäftigt und deswegen finde ich das gut. Aber ich habe einige Rechnungen noch offen, die noch beglichen werden müssen. Das ist Freiheit, Bruder. Ich kann rausgehen, wann ich will. Das ist Leben, mein Bruder. Das ist Leben. Kein Geld der Welt kann das ersetzen. Weißt du, was ich meine? Willkommen, meine Eier kommen schon. Das ist das, was ich meine. Lejanko sagt, das ist Freiheit. Ich kann rausgehen, wann ich will. Haarung ist einer, er ist bekannt dafür, dass er Leute beleidigt, Leuten Ansagen drückt, die wirklich hart sind.
er von A bis Z Mütter beleidigt und wenn man seine Mutter dann mit reinmischt, flippt er aus. Und auf jeden Fall, was krass ist. Ich habe zum Beispiel mal mit Momo gesprochen und habe ihn so gefragt, was Harun denn so verdient. Weil viele, müsst ihr euch vorstellen, machen das im Endeffekt für Geld, für Reichweite, für Fame. Wenn ihr wüsstet, wie viel Geld Harun verdient, ich will jetzt gar nicht aussprechen, ob sich das lohnen würde oder nicht. Für dieses Verhalten, was Harun da abzieht, lohnt sich kein Geld der Welt für so ein Verhalten. Er möchte unbedingt so in die Fußstapfen von Barello. Barello ist einer, er beleidigt niemanden, er macht das richtig raffiniert, stellt sich meistens dumm. Ich kann euch sagen, wird auf TikTok als dumm bezeichnet, aber er stellt sich nur dumm. Er ist ein krasser Schauspieler und wickelt jeden um seinen Finger. Das solltet ihr wissen. Und so Leute sogar wie Harun nutzt Barello aus, weil er ganz genau weiß, dass Harun diese Ansagen schiebt und er dabei ist. Und er derjenige ist, der mir das Gesicht zieht. Ihr müsst euch vorstellen, wenn draußen mit dem Thema, womit wir uns beschäftigen, Leute zusammengeschlagen werden, Jugendliche. Die Schlimmsten sind die hinter der Kamera, die das Ganze filmen. Und Barello ist auf TikTok genau dieser Typ, der das alles filmt oder der denen die Reichweite dafür gibt, dass sowas überhaupt viral geht und explodiert. Dazu kommen wir aber noch. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Harun, ich ganz genau weiß, was er verdient, wie viel er verdient, wie viel er auf dem Konto hat. Und ich sag's euch, ich selbst war im Schock und hab mir gedacht, wie kann ein Junge sein Leben so sehr riskieren, für so wenig Geld, um solche Sachen abzuziehen. Das ist das, was mich schockiert hat. Ich meine, ein Barello verdient einiges, ja, verdient sehr viel. Ich möchte hier keine Zahlen leaken, am Ende fällt's auf mich. Aber ich weiß ganz genau, wer was verdient. Und deswegen finde ich das krass, dass Harun für so wenige Summen, besser gesagt für so wenig Geld, für nichts sein Leben riskiert. Und es sind deine Videos und ich habe dir auf Koran geschworen, ich zeige dir keinen Punkt, ich weiß, ne? Ich habe es auch nicht gesagt. Nicht reden. Nicht viel Palaver machen, einfach abwarten, nicht reden. Denkst du, er hat mich auch nicht beleidigt? Aber rede nicht. Aber wie willst du es denn jetzt machen? Alles hat seine Zeit. Ich hab dir was gesagt, rede nicht. Mach kein Palaver. Wo gut ist. Wallah, du machst mich gerade traurig. Wallah. Kein Schabach. Wir reden privat. Kann man? Aber würdest du so, guck mal, ich wallah, ich will dich nicht in Fitna mit reinreiten. Und du weißt, du bist mein Cousin und ich liebe dich über alles. Ich möchte, würdest du einen Ausschnitt nur zeigen mit Tonaufnahmen? Rosen, jeder der eine Hose schickt sein Plus ist. Hassan, kann ich sagen, was mein Cousin. Guck mal, Harun, ja, ich will nicht reden, weil sonst gehe ich hier aus dem Live raus, ja, und wallah, ich zieh das durch. Küss meine Hand. Ja, ich muss mit dir noch mal kurz reden. Ich mach dich auf dich, wenn ich allein bin. Guck mal, Harun, ich schwöre auf Koran. Ich weiß, was du vorhast, mach mal. Hassan ist auch in dein Live, ne? Mein großer Bruder weiß schon Bescheid. Hassan, ich hab deine Adresse. Ich hab gerade hier per WhatsApp bekommen. Ich habe jede Adresse von Hassan, er soll also, Tage einfach gucken. Ich habe dir, ich, okay, Hassan hat nichts mehr damit zu tun, ich habe das... Mama, er soll einfach die Tage gucken, was damit passiert. Küss meine Hand. Und deine Mutter werde ich anschaffen schicken. Kommt alle rein für das Video. Hey, wallah, hey, wallah. Hey, wo bist du? Wo bist du? Ich komm dahin mit meinem Schutz. Mama, meine Marbille ist bereit, ja. Wo bist du? Okay, ich komm dahin, wo bist du? Guck mal, die haben mir gerade die neueste S-Klasse geholt. Junge, was für ein Scheiß? Ich hab nur eins. Erstens Arsch. Ich weiß, dass es da auf euren Kopf treten. Harun, ich hab das Video mit Hack gesehen. Hey, ich hab das Video mit gesehen. Wenn dieses Video rauskommt, wenn du nichts machst, ich knall ab. Zitat Ende. Hassan ist ein Hey, wenn wir mal so überlegen, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz. TikTok ist eine Plattform, wo jeder live geht. Es kann auch jeder live gehen, wie er will, wie alt er ist, spielt keine Rolle. Aber wenn wir mal so überlegen, im Endeffekt sagen dann diese älteren Leute, wie redest du überhaupt mit mir? Haben sie recht, zu 100%. Aber wenn wir mal so richtig überlegen, könnte man auch die Frage stellen, warum lässt du dich als älterer Mann, wo das dein Sohn sein könnte, in diesem Niveau ab? Also wenn du mal so überlegst,
könnte das sein Vater sein. Das ist schon hart, Digga. Also hier geht's jetzt hauptsächlich um ein Video. Ich will's nicht mal aussprechen. Um irgendein Video von Haruns Mutter. Was Harun richtig trifft. Das sieht man auch an seinen Blicken. Im Endeffekt ist er auch wirklich selbst dran schuld, dass er das so weit getrieben hat, dass Leute jetzt seine Mutter mit reinziehen, weil die sehen, egal was die ihm sagen oder ihm drohen, ihm irgendwelche Ansagen machen, nichts berührt Harun. Und deswegen sind Leute so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn diese Leute sehen, dass dich nichts rührt, dann gehen sie auf etwas, was du gern hast, was du liebst. Ich habe die Mutter noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, was die Mutter damit zu tun hat. Ich weiß, er mischt sehr viele Mütter ein, deswegen wird seine Mutter eingemischt. Aber überlegt euch mal, in was für einer kranken Zeit wir gerade leben. Wenn ihr mal so überlegen würdet, diese ganzen TikToker, diese Südländer, Ausländer, wie die sich beleidigen, würden die das da machen, wo sie alle herkommen? Würden sie das in ihrer Heimat machen? Mit anderen, mit den eigenen Landsleuten, in ihrer eigenen Heimat, die würden nicht lange leben. Und deswegen, die wissen ganz genau, wir sind hier in Deutschland, die sind live auf TikTok, die sind nicht persönlich miteinander. Oh Mann, ich bin sprachlos. Du bist ein Peach und du bleibst immer so, du änderst dich nicht. Du bist ein Peach, du. Ja, guck mal, was Ende dieser TikTok dir gebracht hat. Er hat deine Ehre, deine Stolz, deine Scham, deine Ruhe, was passiert. Du bleibst ein Peach. Sen ananana manasu hacam ben. Meine Tasche. Deswegen. Deine Ehrenlosen, du bist ein ehrenloser Peach. Überlegt mal, was ein wichtiges Thema, also besser gesagt, was für ein ernstes Thema, was ein ekelhaftes Thema, was gerade hier passiert, und ich bitte euch von Herzen, was macht der? Wenn ich dich in die Finger kriege, warte ab. Du versteckst dich doch von mir, Orlum, du versteckst dich! Boah, Digga, ich krieg an Herzstück. Was lädst du diesen Hussach ein? Wer ist das? Schuss, Mann. Ey, guck mal! Was hast du für eine Religion? Was hast du für Religion? Ey, Barella, Ochsenbilla, ich mach dich kaputt, wenn du über meine Religion redest. Was hast du für Religion? Frag doch nur, was... Übertreib deine Lage nicht. Ich hab tausendmal gesagt, mach was ihr wollt, aber red nicht über Religion. Warte. Endlich sehe ich dein Gesicht. Endlich. Ich kann nicht mehr, Digga. Endlich sehe ich ihn wieder. Geht's gut? Dieses Video wird nicht für schwache Nerven und ich glaube auch, wenn Harun dieses Video sehen wird, er wird zittern und er wird auswandern wollen, ja? Also das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, dass du nach diesem Video auswanderst, ja? Und nie... Lejanko erklärt jetzt ganz genau, was es für ein Video sein sollte, was ich nicht mal aussprechen konnte. Deswegen schauen wir uns jetzt an, was Lejanko sagt, um was für ein Video überhaupt es sich handelt. Wieder einen Schritt wagst, live zu gehen auf TikTok oder was auch immer, dass du dich generell vom Öffentlichen komplett rauslässt, keine Mutter mehr auf dieser Welt beleidigst, keine Toten vor allem Ding. Du bist nämlich komplett am Arsch, ja? Du bist komplett am Arsch. Ich versuche euch das mal kurz zu erklären. Gestern war ich unterwegs und bekomme einen Anruf von Ali SKK. Darf ich das hier überhaupt jetzt erwähnen? Ich weiß nicht. Falls nicht, werde ich das hier zensieren. Er ruft mich per FaceTime an und schreibt mir gleichzeitig auch, ey, ist wichtig, geh ran. Ich geh ran. Er guckt mich an, der so, ey, Bro, ist irgendjemand neben dir? Hat jetzt hier jemand gerade mit? Ich sag dem, nein. Was ist passiert? Der so, Janel, sei einfach ruhig und hör dir das an. Bam, ich guck, kommt eine andere Nummer rein. Einfach, er hat jemanden hinzugefügt. Das ist eine Person, die kennt ihr alle von TikTok. Also die Leute, die da gerade in diesem Bubble mit dabei sind bei Harun da, die kennen diese Person. Ich sag mal nur seinen Anfangsbuchstabe H. Noch habe ich hier nichts gesagt, ne? Und natürlich alles, was ich hier sage, ist nur eine Fantasie und frei erfunden. Ne? Auf jeden Fall. Er sagt, Salamu alaikum, dies, das, und dann legt er los. Dann habe ich aber durch seine Stimme schon gecheckt, wer das ist, so, und er holt sein zweites Handy raus. Er dreht sein Handy um und zeigt mir einfach ein Video. Wollt ihr wissen, was in diesem Video passiert ist? Aber von der feinsten Sorte, Bruder. Mit wem? Boah, Bruder, das ist hart. Ihr wisst mit wem, oder? Harun, du beleidigst hier jede Mutter, du beleidigst irgendwelche armen Mütter, währenddessen aber deine... mit irgendwelchen TikToker macht. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, es ist nicht gelogen. Danach hat er mir auch noch eine Sprachnotiz gezeigt von dem kleinen Bruder. Der arme Bruder. Wallah, in dieser ganzen Sache tut mir der kleine Bruder nur leid. Ich werde auch niemals irgendwie... Aber mir tut auch die Mutter leid. Was kann im Endeffekt die Mutter dafür? Die Mutter kann nichts dafür. Der Einzige, der hier schuld ist, ist er selbst. Warum? Oh Mann, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, warum zieht man eine Mutter mit rein?
Dann würden die natürlich die Frage stellen, warum zieht er Mütter mit rein? Alter, was in was für einer Zeit wir leben. Aber es war klar, dass der Tag kommt. Ich meine, jeder hat es ausgesprochen und gesagt, wann wird er geschnappt? Du wirst bald geschnappt. Und diese Jugendlichen sind alle heiß drauf, ihn dann zu packen. Weil jeder das ausspricht. Du wirst gepackt. Du wirst am Ende sehen. Du und Leute, die Zuschauer, die im Hintergrund sind, das gucken. Es gibt nicht nur Zuschauer, die feiern und gucken, Spaß haben. Es gibt auch Zuschauer, die schauen und sagen, ich werde derjenige sein, der ihn packen wird. Weil bei so vielen Zahlen, bei so vielen Menschen, ihr müsst euch vorstellen, wenn da 15.000 steht, dann schauen 15.000 Leute zu. Und von diesen 15.000 nehmen vielleicht 5.000 auf, laden das hoch und dann gibt es nochmal Zuschauer. Und das verbreitet sich. Der eine in der Schule zeigt es dem anderen, die eine zeigt zu Hause ihren Freunden. Und so geht das Ganze natürlich, verbreitet sich das Ganze immer mehr und immer mehr. Und zwischen diesen ganzen Menschen gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich werde derjenige sein, der ihn packen wird. Weil ich will auch am Ende meinen Namen haben. Ich will derjenige sein, weil dieser Junge Thema ist, wo es am Ende heißt, der und der hat ihn gepackt. Und genauso läuft's ab. Sowas veröffentlichen, das werde ich niemals machen. Aber seid euch sicher, dass dies bald passieren wird, dass irgendjemand das veröffentlichen wird. Und ich werde auch darauf reagieren. Deswegen schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Da könnt ihr jetzt auch sagen, ey, ehrenlos hier, ehrenlos da. Leute, der Typ schreibt mir gestern noch, ich f deine Toten. Zum Beispiel sagt er, er würde das niemals veröffentlichen, was ich ihm auch glaube. Aber das heißt, das Video hat er jetzt jemand. Und um das Video überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen, macht es die Leute heiß. Ihr wisst gar nicht, wie die Kommentare alle aussehen, wie die Nachrichten alle aussehen. Schickt mir das Video, ich will das Video haben, wo kann ich das Video sehen? Und dann gibt es Leute, die Idee, ich habe das Video, wer will, meldet sich auf Instagram. Und diese Person hat das Video gar nicht. Er möchte einfach nur die Aufmerksamkeit, dass alle auf sein Instagram kommen und ihn ein Abonnent dalassen. Besser gesagt, ihn abonnieren. Richtig sinnlos. Schreibt er zu mir, dann, dass er meine Mutter das macht, dass er meine Oma das macht, dass er meine Tante so macht, dass er meine Schwester so macht, wo ich euch meine Schwester habe. Für diese große Schnauze wirst du auf jeden Fall sehen. 100%, Bruder. Was für Bruder, du bist da froh, so einer... Was für Bruder? Ach ja, kommen wir erstmal zu dieser Sprachnotiz, die der kleine Bruder dem Jungen geschickt hat. Ihr müsst euch vorstellen, der 12-jährige Bruder schickt diesen H, ne? Also H, den Anfangsbuchstabe von seinem Namen. Eine Sprachnotiz, wo er sagt, ich zitiere, Dankeschön, dass du für mich und meine Mutter da bist. Wo ich das gesehen habe, ich musste Seitenstreifen anhalten, Bruder. Ich schwör Walla, ich musste Seitenstreifen anhalten. Ich so, was ist das denn, Bruder? Eine Resman und Anesiskilde? Eine Resman und Skilde? Eine Walla Harun, das wurde noch nie mit einem Influencer gemacht. Damit ihr merkt, dass ich nicht bluffe. Demnächst wird ein Video auftauchen, wo eine Frau schreit. Die Frau, wissen wir ja nicht, wer die Frau ist, ne? Harun, ne, das war ja nicht. Harun, du kennst sie sehr gut. Du bist der König. Besser gesagt, H fragt M, ja, Anfangsbuchstabe von seiner, ihr wisst. Wer ist der König? Beim Chachan, man hört auch richtig, dach, 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 ja, hoppi. Und die sagt einfach, du, und stöhnt dabei. Also Bruder, ich glaube, kein Influencer auf dieser Welt wurde so hochgenommen. Kein Influencer, weltweit. Wir reden hier auch von USA, von Nordirland, Amnaroy, von überall. Kein Influencer wurde so hochgenommen. Tamam, kein Influencer. Und dieser gewisse Junge ist 29 Jahre alt, damit ihr Bescheid wisst. Aber die meisten müssten jetzt eigentlich schon wissen, wer das ist, ne? Wer seine Mutter gechackert hat. Telestafflad, Leute. Oh mein Gott, es ist auch noch jemand, der so jung ist. Wer ist denn H? Um wen handelt es sich hier? Sogar ich bin jetzt neugierig geworden. Oh mein Gott. Wir denken, wir verarschen die, ne? Ja, ne, tamam, okay. Wenn seine Mutter schon so ist und jedermann einen ausläuft und sie auch ausläuft, wortwörtlich. Bruder, kein Wunder, dass der so ein Peach ist. Was erwartet man denn von so einem Nutten? Was erwartet man von so einem? Ja, ne, und ein Anisse, Rest, wenn sie... Bruder, Harun, One-Way-Ticket buchen und abhauen und nie wiederkommen. Ändere deinen Vor- und Nachnamen. Mach Gesicht-OP. Mach wie Stepfaser. Kennt ihr den Film Stepfaser? Wo der sein Gesicht komplett umoperiert, weil er ein Mörder ist? Harun, du musst genauso Gesicht-OP machen. Dich darf man gar nicht mehr erkennen. Geh! Boah, was ein hartes Video, Digga. Was ein hartes Video. Ich sag euch... Alles, was ihr macht, hat immer seinen Preis. Du bekommst für alles, was du machst, eine Quittung. Und der Preis, den er jetzt dafür zahlen muss, ist anders hart, Digga. Für den Preis, für das, was er da gemacht hat, hat sich das Ganze gelohnt? Nie im Leben. Aber wisst ihr, was das Traurige ist? Dass er ganz normal weitermacht, als wäre nichts. Das ist die traurige Wahrheit. Ich meine, ihr seht ja, was in Deutschland alles abgeht. Wie Leute, besser gesagt, geleakt werden und sie trotzdem zurückkommen und weitermachen. So als wäre nie was passiert, weil das macht nämlich die Menschen aus. Die meisten. Hey, flieg nach Türkei, da kannst du ja weiter live gehen auf TikTok, kannst du ja weiter hier Mütter beleidigen in Deutschland. Da kriegt dich ja eh keiner. Man kriegt dich noch nicht mal hier, du World Warner, du kleiner Götterin. Bruder, das ist hart, das ist Restman hart. Ich sag euch eine...
Und genau nach diesem Video ist es passiert. Er wurde gepackt. Ich habe das Video nachts irgendwann, wie gesagt, um 2 Uhr oder so auf mein Handy bekommen, wo er gepackt wurde. Und das Krasseste ist, wenn wir uns das jetzt anschauen, war direkt nach dieser Sache, nach diesem Video, Barello natürlich auch live, der Videos postet, der noch das ins Lächerliche zieht und schreibt RIP Harun, okay? Und dazu eine traurige Musik und sein Gesicht verzieht, als ob ihm das sehr leid und weh tut. Überleg mal, wie krank diese Menschen sind. Ibo? Ja, ich hab angerufen, ich hab mit dem Boss geredet. Ich sag nicht wer. Aber ist er tot? Ist er tot? Nein, der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Die warten auf mich. Wie kann man diese Frage auf TikTok stellen? Ist er tot? Leute, ich bitte euch, wie kann man so eine Frage auf TikTok stellen? Aber der, hast du das Video gesehen, wie er gehauen wird? Wie er... Ja, da ist nichts. Die haben jetzt entschieden... Ist er im Krankenhaus? Lebt er? Nein, gibt kein Krankenhaus. Gibt keine. Er muss erstmal diese Schmerzen leben. Soll ich den Leuten das Video... Wallah, ich sag dir nur eins, die warten noch auf mich. Wegen meiner Dings auch noch. Ich meine, beide Füße müssen weg. Zeig. Leute, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ja, Wallah. Ja, ich glaube, also, kann sein, ganz ruhig. Aber sag, Wallah, der lebt noch? Ja, der lebt noch. Wallah, der lebt. Ich habe mit dem geredet sogar. Ich habe seine Stimme gehört. Er war ein anderes Zimmer. Hat er geweint? Ich habe einen. Aber wie? Ich werde dir, Ende wird. Ihr werdet alle so erleben. Ende ist das Zitat, ihr werdet alle diese spüren. Nur der Einzige, der eiskalt sagt, wenn kommt, kriegt Kugel ins Kürtel. Was soll man dazu sagen, Leute? Traurig, hart, aber wahr. Schauen wir, was dabei rauskommt. Ich wollte jetzt unbedingt Momo erreichen, um zu wissen, wie es ihm überhaupt geht. Aber ich habe ihn leider nicht erreicht. Eigentlich wollte ich das hier mit ins Video packen. Ich hatte gestern einen Fall, was mich krass schockiert hat. Diesmal hat sich von einem Opfer die Mutter bei mir gemeldet, worüber ich ein Video mit ihr zusammen gemacht habe, was online kommen wird. Sie hat mich wirklich um Hilfe gebeten. Eine Mutter, die sich bei mir meldet. Mein Sohn wurde von 5-6 Leuten auf der Straße zusammengeschlagen, gefilmt und es wurde mir zugeschickt. Überlegt euch mal, wie diese Mutter sich fühlen muss. Überlegt euch mal, wie Haruns Mutter sich fühlen muss, wenn es heißt, dein Video geht gerade rum. Ich will es nicht aussprechen, weil ich mich schäme dafür, überhaupt das auszusprechen. Aber wenn jemand ihr sagt, hey, dein Video geht rum. Wir leben in einer sehr ekelhaften Zeit, Leute. Passt auf euch auf, ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support.